Ey, ich cruise durch die Street in Schnellsee Süd. Fünf Scheine. Diese Französisch, man versteht nichts, ein anderes kann raus. Sein, ja, beeilt euch einfach nur oder kann sein. Junge, nein, hier nicht rein. Nicht. Jungs, habt ihr Tickets? Ja, gell, machst du dazu? Schau dir an, wie edel diese Tickets aussehen. Das ist schon sehr sexy. Haben wir auch 1,50 dafür bezahlt, oder? So sieht's aus. Da hat er recht, Junge. Und nichts kommt nichts. Heute sind ein bisschen diese Knapper dran, Allah. Noch ein bisschen geschlafen im Hotel. Wir sind on time. Jetzt sind wir drin, Dicker. Dieses, was gestern hier alles war, diese vorgestern. War draußen, das heißt, man ist schneller hier. Den schon Paris einfach, Junge, das haben wir aber schnell gemacht. Ein Leon Kratzer-Trikot holen, oder einfach ein bisschen den Mann nach oben. Machen wir Halbzeit. Leon auf die 1. Vielleicht verlosen, oder? Für die Community. Oder warum nicht? Warum nicht, Leon? Alter? Vielleicht ein signiertes von dem Mann. Aber man merkt schon, hier Ansturm. So, auf jeden Fall anders als beim NBA-Game. Ich muss mal ganz kurz sagen, die Schlange war riesig, ne? Ah, Bruder, falscher Weg. Jungs. Der Kameramann. Ah, man merkt aber viel weniger Ansturm auf diese ganzen Sachen. Wir müssen auch noch laufen, Jungs. Ich glaube, bei NBA-Game war ein bisschen mehr Andrang, dass man so diese ganzen Sachen mitnimmt. Und man merkt jetzt schon hier mehr so pro Arm. Seid entspannter jetzt, ne? Liga-Spiel. Bisschen entspannter alle. Ach, guck mal, aber NBA 2K gibt es trotzdem noch. Vielleicht nochmal eine kleine Runde zocken. Wir sind bei K heute. Leute, ihr wisst, wie es ist. Die Jungs müssen schon wieder irgendwie Angst bieseln. Jetzt muss ich hier wieder alleine warten. Das Spiel beginnt eigentlich schon in, ich glaube, 4 Minuten. Eieiei. Okay, everyone einfach woanders hin, Alter. Scheiß drauf. Komm, geh mal rein, mal Kameramann. Alter. Was sagst du, Marcel? Baba, Digga, Bro. Ich seh Mike James, Bruder. Geil. Erster Play, Mike James. Alle stehen auf, Alter. Alle stehen hier. Guck mal. Der ganze Block, Alter. Der ganze Premium-Bereich steht einfach, Digga. Defense! Mike James, Digga. Niemals. Du sagst, wir werden da jetzt zum NBA-Game und jetzt hier wie. Boah, Stimmung ist auf jeden Fall direkt eine ganz andere. Alle sind dabei, Heimteam wird angefeuert. Oh, da brutal auch mal Mike James in Action zu sehen. Alter, direkt erster Dreier für die anderen. Cliff ist auch da. Na, Cliff? Das ist gut. Jungs, was los, Alter? Karaoke mitsingen. Thank you.
Also erstmal wirklich geile Stimmung hier. Geile Stimmung, ja, auf geile jeden Fall. Geiles Spiel, es waren so 10 Punkte hinten. Ja, also Mann. Monaco führt mit 10. Junge, mein Game schon jetzt schon krass. Insane, oder nicht nur das Scoring, sondern auch diese Playmaking, Digga, der macht halt die Bälle. Ein Ankle-Breaker schon. Ja, man merkt, Stimmung hier ist ganz anders als NBA-Game. Und andere Spieler auch einfach, Junge. Ja. Fast Kick oder immer am Spiel. 100%, Digga. Wir hoffen jetzt natürlich, dass Paris noch zweite Halbzeit, Digga, das Ding holt. Für Leon sind wir natürlich sehr klar. Wir müssen noch mehr, boah, ich schwöre, ich muss auch ein bisschen mehr Energie geben. Mehr Stimmung, zweite Halbzeit, ihr werdet gleich sehen, Junge. Jetzt geht's los, Junge. Ja, ich kenn drei Jungs, die würden shooten, ayo, als wär ich glaub. Gänsehaut, oder? Gänsehaut. Alle mitziehen auch. Yeah! Yeah! Was heißt, du hast denn gesagt, du musst Bambas auf? Hell no. Fuck! Was ist mit dir? Fuck! Bruder! Junge, das kann doch nicht sein. Hold on. Zu spät, Bruder, zu spät, Bruder. Marie, alle! Ja, der muss halt rein. Yeah! Bei Sascha Obradovic ist wirklich nicht der Trainer, Bruder, wo der denkt, oh ja, wir haben jetzt mal einen Stay-Set, Bruder, ja, 2 Meter in den Rennen. Ich sag dir jetzt schon, Schiff links, rechts, weil er größer rennt und macht die Setback. Hab ich gesagt, ich hätte es nicht anders machen, er hat einen langsam gegen sich, Alter. Defense! Das Ding ist durch, ja. Stimme zum Spiel. Ja, ein bisschen schade, sag ich dir ehrlich. Also hätte es schon knapper werden können eigentlich. Aber viele Turnover leider. Drittes Viertel, man kennt's. Fake Fans schon am Gehen. Ja? Müssen wir bis zum Ende bleiben. Die wahren Fans sind in den guten Zeiten da und in den schlechten, die gehen nicht vor Apfel, sondern die sind jetzt da und die bejubeln ihr Team für den Aufwand, den die gemacht haben. Dafür sind sie da. Gut so, Jungs, beim nächsten Mal schafft ihr das. Leon! Oder die wollen, Dicker, alle, dass wir hier weggehen, alle. 10 Leute kommen hier an, Bruder, sagen uns alle, der redet kein Englisch, Bruder, der redet kein Englisch. No, ask him. He knows it. Ask him, he knows. We talk to him. To the casa. No, we had the. He said, go. No, let me explain. Go. We had the podcast yesterday with him. We can show you. He said like we should just wait here and then he comes together. Leon, no. You know him? No. Casa. Let me explain it to you, sir. We had the Leon Kratzer from Penny Basketball, the big guy. Yes. He's a German player. He's a friend of us. He said we can just hear and then he comes back out. If we're the last, then... Auch mal aus Halle rausgeschickt werden. Lerner noch am Diskutieren. Was ist normal?
Ey, Schwyz, Fetzerei, Fetzerei! Ah ja. Lerne, erklär mal, was gerade passiert. Ich, ich, ich. Ich, ich. Bruder, Shoutout Leon, krasser, korrekt. Digga, die haben die ganze Zeit dumm Stress gemacht. Bruder, weißt du, was das Problem halt auch daran ist hier? Die können alle kein Englisch. Die kommen dann sagen, weet, weet, Allah, weet, weet, nef, nef, irgendwas, Bruder. Ich sag den Jungs, Allah, die kennen ihn doch. Wir zeigen ihnen Fotos, Digga, wir haben einen Podcast gemacht. Die kamen dann halt auch raus. Er meinte auch zu uns, er kommt raus, Digga. Normal warten wir dann halt einen Translator. Dann, weißt du, was das Dumme dann ist? Dann, die sagen denen das, dann wir chillen. Auf einmal ein neuer Security kommt hinten. Bruder, erst diese, ey, Jungs, jetzt raus, wir sind alle. Bruder, diese Fax hatten wir gerade 5 Minuten mit dem einen, jetzt kommt der andere, Bruder, dann wir sagen dem mal, klär du ihm Bredisma, aber er versteht nicht, dass wir dem sagen, er soll dem das erklären. Aber warte, wie ist dann zum Foto entstanden? Leon kam dann kurz unten, da war halt diese Absperrung, wir haben den sagen dem Hallo. Na, guck mal, wird der noch rausgeführt, Digga, mach sie alle aus Toilette, Bruder, die wollen ja alles direkt rüber. Bruder, ich kann ja auch verstehen, 23.30 Uhr hat er mal, ich will doch auch nach Hause, Bruder. Kein aber Stress. Warte mal, sind wir dann runter zu Leon oder musste Leon hoch zu uns? Fragen, Alter, können wir kurz runtergehen, ein Foto, Bruder. Er ist Basketballprofi hier, nein. Leon muss nach oben gehen. Wenn ich vielleicht kurz runterkommen, ein Bild mit uns machen? Also ich bin ja auch Spieler hier. Nee, sorry. Sir, das Wochenende. Neigt sich ein Ende? Zum Ende? Genau. Auch Stimmung war geil, muss ich ehrlich sagen. War sehr nice, hätte ich nicht gedacht. Am Ende nochmal richtig so nice Energie geklost. Genau. War ein geiler Vibe, sag ich mal. Außer am Ende. Allgemein sowieso europäischen Basketball anzuschauen, macht immer Bock irgendwie so. Mann, deswegen war geil, Digga. Auch geile Schau. Arena. Stadionblock zu Ende auf jeden Fall. Wir nehmen euch dann nochmal mit. Mädchen, ey, sag voraus, genau wie die Simpsons. Wir schaffen's raus, weil das schon bestimmt ist, ey.